Hallo und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 11. Im letzten Spiel haben wir gegen Hoffenheim 2-1 gewonnen, gerade nochmal deine News zu sehen. Und jetzt geht auch direkt das nächste Spiel gegen Leverkusen. So, wir spielen unverändert in Rot, glaube ich, oder? Ja, in Rot, und die spielen in Schwarz. Bei uns Petersen im Sturm, Kiesling bei denen im Sturm, alles unverändert. Bei Leverkusen ist Cutlets rot gesperrt. Und sonst, gibt es sonst was Neues zu sagen? Nee, ein Heimspiel in unserer Allianz Arena. Hallo und willkommen hier aus der Allianz Arena, Bayern München gegen Bayer Leverkusen. So, es geht jetzt auch direkt los. Ich kann eigentlich ja vorspulen. So, die Aufstellung wie immer, Petersen vorne drin, Müller mittig dahinter und Robben und Ribéry links und rechts. Ja, Leverkusen spielt wie Fragezeichen mit René Adler im Tor. Vier Abwehrspieler, zwei, ja genau wie wir. Okay, los geht's. Müller auf Robben. Pranjic, Schweinsteiger. Erstmal ein ruhiger Aufbau von hinten. Van Beuten. Müller, Robben. Robben mit dem Fehlpass. Oh, Müller. Petersen, oh, war das kein Foul? Van Beuten. Bartstuber jetzt am Gegenspieler dran. Und Dortmund führt 1-0 gegen Wolfsburg. Ui, da hatten wir schon fast wieder den ersten drin. Aber wir haben es so gerade noch hinbekommen. 1-1 steht schon bei Mainz gegen Freiburg. Aber bei uns weiterhin 0-0. Jetzt Schweinsteiger. Müller. Noch läuft es nicht so. Luis Gustavo. Bartstuber muss jetzt hinterher. Vidal. Vidal immer noch am Ball. Vidal. Aber Bartstuber kann den Ball zurückgewinnen. Müller. Pranjic. Ah, schlechter Ball. Weiter Müller, aber nicht am Ball. Jetzt muss Van Beuten raus auf die Seite und Kiesling an der Flanke hindern. Ballack. Ballack. Aber Van Beuten kann klären. Pranjic. Oh Gott, was war das denn? Bartstuber. Gustavo. Jetzt war ja Leverkusen wieder in unserem Strafraum, aber Gustavo kann stören und schießt den Ball einfach mal weg. Natürlich, wieso auch nicht. Ribéry. Ribéry. Jetzt Bartstuber. Und der läuft seinem eigenen Mann hinten in die Hacken rein. Kraft hat ihn kurz angepasst auf Luis Gustavo. Auf Petersen. Und da war ein Foul und Freistoß für Bayern. Gustavo flach auf Schweinsteiger. Gustavo. Müller. Müller. Aber der kriegt den Ball abgenommen. Petersen, Robben. Müller verliert ihn. Die Bayern-Abwehr gefragt. Schweinsteiger. Petersen verliert den Ball. Kann ihn aber zurückholen. Robben. Auch mit dem Fehlpass. Stuttgart führt 2-0 gegen Kaiserslautern. Wow. Gut, dass da noch einer dran war. Robben. Petersen. Und wieder mit dem Fehlpass. Der junge Mann macht einiges an Fehlpässen. Ribéry. Petersen. 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 Ribéry. Aber die Abwehr kann den Ball gerade so zum Torwart lenken. Und Adler mit dem Abstoß. 37 Minuten gespielt. Aber es funktioniert noch nicht wirklich so, wie wir uns das vorstellen. Immer noch torlos. Bartstuber. Robben. Ah, da dachte ich, Petersen läuft. Aber...
Petersen auf Ribéry. Ribéry. Aber der kriegt den Ball abgenommen. Wolfsburg liegt 2-0 gegen Dortmund hinten. So, Müller jetzt am Ball. Petersen. Ah, einmal dieser Petersen. Aber ich gebe ihm weiterhin die Chance. Petersen jetzt am Ball. Müller. Müller auch. Robben. Und die erste Halbzeit ist vorbei. 0-0 Bayern gegen Leverkusen. Und wir werden jetzt auch auswechseln. Wie geht das? So, glaube ich. Ja, so. Und werden Olic vorne im Sturm für Petersen bringen. Vielleicht bringt das was. Und den Rest lassen wir erstmal unverhindert. Übrigens zur Information, der Ton ist zwar oft mit dem Gameplay versetzt, also dass ich schon Tor rufe, wenn noch kein Tor ist. Da weiß ich aber nicht, wie ich das ändern soll. Weil ich kann ja auch nicht einfach immer eine Sekunde später das rufen, das ist ja auch dann irgendwie komisch. Und wenn ich was Falsches sage, müsst ihr mir das verzeihen, weil manchmal erkenne ich einfach nicht, ob das jetzt Robben, Müller oder sonst wer ist. Hier ist klar, das ist Gustavo, aber das ist auch deutlich zu sehen, wer da wer ist. Aber bei manchen ist das halt nicht deutlich zu sehen. Auf jeden Fall jetzt Olic am Ball. Auf den mitgelaufenen Pranjic. Olic mit dem Schuss, aber René Adler kann den Ball abwehren. Läuft hier Musik dabei? Hört ihr die Musik auch? Das hat ja noch nie, dass während des Spiels Musik weiterläuft. Hört sich an, als würde im Hauptmenü noch Musik laufen und wir das hören. Kaiserslautern ist rangekommen. 2-1 jetzt. Oh, oh, oh. Foul. Gute Position für einen Freistoß. Castro. Den müssen wir jetzt rausklären. Und da ist der Ball im Tor. Hübje. Und da war wieder so ein Monster-Leck. Da nochmal die Wiederholung. Da kommt der Kopfball. Hübje 1-0. Thomas Kraft ohne Chance. Und jetzt müssen wir zumindest den Ausgleich noch schaffen, Robben. Müller. Olic, aber der verliert auch den Ball. Also diese Monster-Legs sind wirklich grauenhaft. So, weiter. Einer mal dran, Bartstuber. An Kießling dran. Und Bartstuber als Sieger. Pranjic, Robben, Müller. Boah, meine Güte. Olic. Ribéry, Olic. Olic. Und da ist das 1-1. Daniel Pranjic, schon zweites Saisontor. Olic mit dem Schuss und dann Pranjic den Abpraller. Locker mittig ins Tor. Das ist der Ausgleich, 1-1. Jetzt müssen wir weiter nachsetzen. Und hoffen, dass wir möglichst hier noch einen Sieg vielleicht rausholen. Olic mit dem Ball auf Robben. Robben. Abgelegt in die Mitte, aber da war keiner. Ribéry, aber wird am Schuss gehindert. Gladbach liegt 2-1 gegen Nürnberg. Zurück in Nürnberg. 70. Minute jetzt. Jetzt geht's hier richtig auf und ab. Robben am Ball. Müller. Ribéry. Aber der kann den Ball zu Olic nicht bringen. Jetzt sollte vielleicht mal einer ran. Müller. Aber Vidal geht an der Außenlinie vorbei. Aber Gustavo jetzt kann stören. Schweinsteiger. Und der Ball ist im Aus. Leverkusen jetzt mit dem ersten Wechsel. Mal sehen, wer da reinkommt. Ballack muss raus. Für ihn kommt Hanno Balic. Der Ex-Nationalmannschaftskapitän Ballack muss raus. Gustavo. Und der Ball ist im Aus. Wir haben den Ball. Gustavo. Ja, direkt dem Gegner in den Arm geworfen. Gustavo. Jetzt am Ball. Auf Ribéry. Der auf Olic. Langer Ball auf Ribéry, aber der kommt, glaube ich, nicht an.
Wieder so ein schöner Monster-Lag, wo man nicht weiß, was in der Zwischenzeit passiert. So, auf Olic. Auf Olic. Pranjic. Pranjic. Robben. Aber Eckball. René Adler kann beide Bälle parieren. Leverkusen jetzt mit dem zweiten Wechsel. Noch 5 Minuten zu spielen. Bender kommt. Ribéry mit der Ecke. Van Beuten. Ah, aber übers Tor. War knapp. So, Schalke für 3-1 gegen Köln. Wir weiterhin hier mit unserem 1-1. So, jetzt Müller. Auf Olic. Auf Robben. Kommt da einer mit? So, Lahm. Lahm. Oh Gott, oh Gott. Pranjic. Mainz hat jetzt 2-2 gegen Freiburg. Pranjic setzt gut nach, aber anscheinend ein Foul. Freistoß für Leverkusen. Und es ist auch schon die letzte Minute. Spiel jetzt wahrscheinlich vorbei. Nochmal versuchen, einen Angriff zu zeigen. Ribéry. Da ist das Spiel aus. 1-1 trennen wir uns. Ja, Pranjic hat zum Glück noch den Ausgleich geschafft. 7-8 Minuten nach der Führung. Schalke gewinnt 3-1 gegen Köln. Stuttgart gewinnt 4-1 gegen Kaiserslautern. Bremen unterliegt im Nordderby 1-2 gegen Hamburg. Mainz gegen Freiburg unentschieden 2-2. Nürnberg gewinnt 2-1 gegen Gladbach. Wolfsburg verliert 1-3 gegen Dortmund. Hannover verliert 1-0 gegen St. Pauli, gegen die wir auch verloren. Und Frankfurt gewinnt 1-0 gegen Hoffenheim, gegen die wir gewonnen haben. So, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.